Schuppen von VR, ich bin Smooth Hansen und schaut euch mal an, heute am 8. Dezember gibt es einen neuen DLC zu einem meiner Lieblingstitel. Superbright hat uns wieder was geschenkt, Siege of Heaven. Das ist ein extra Modus, ja, so eine Art Tower Defense oder auch Horde Modus Mix. Den gucken wir uns mal heute an. Gibt sowieso for free für jeden. Fump. Mal gucken wir jetzt mal rein. So, und zwar haben sie sich gedacht, der normale Spielmodus, der ist ja relativ heavy für Anfänger und auch roguelike, das heißt, wenn man getroffen wird und stirbt, dann ist das Spiel vorbei. Und sie wollten nochmal einen Modus einbauen für Leute, die einfach nur Bock haben, ein bisschen Pfeil und Bogen zu schießen, ein bisschen Spaß zu haben, ein bisschen ihre Skills verbessern. Und es gibt drei Stages: Saints Approach, Lost Passage und Ruined Bastion. Wir versuchen mal die Saint Approach. Ich mache auf Normal und dann machen wir Start. So. Ich werde nicht so lange machen, dass wir uns mal alles angucken können. Und ich euch das mal ganz kurz zeige. So, wir stehen nämlich jetzt hier fest auf einem Portal. Ja, es gibt aber auch hier Achievements und Highscores und so weiter und so weiter. Ich spiele auf der Quest 2 und alles ist gut. Ja, Grafik ist nice, ja? Hier so ein Remix von dem ersten Lost Paradise Level. Entschuldigung, von dem Sankt Arium Level ist das. So, damit es losgeht, schieße ich auf die Glocke. Fum. Und dann geht's auch los. Da kommt der erste Watcher Johnny an. Und, oh, klappt ja ganz gut. Ja, und die Johnnies versuchen jetzt, na komm schon, Fump, ins Ziel zu latschen. Und zwar hier vorne. Ja, das ist jetzt die erste Welle. Und noch ist es sehr, sehr gemütlich. Ich hatte schon die Gelegenheit hier, diese Runde zu spielen, und zwar sämtliche Wellen, und das wird richtig unangenehm, weil da dann sehr, sehr viele kommen. Hier, Hand of God ist sehr geil. Fump. Bumm. Wir kriegen ein bisschen Extras, ja, mit dem Ingame-Geld können wir uns die holen. In jeder Runde gibt es 9. Wenn einer von den Leuten durch das Tor geht, wird das Leben abgezogen. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lebensbalken. Man kann sich auch hier so ein Blood of the Lamb holen, so wie im normalen Spiel, um das wieder zu regenerieren. Und es geht dann Welle after Welle. So, da hinten watschen die Jungs. Pump. Ja, komm. Pump. Noch ist es total leicht. Da ist noch einer. 2. Ja, es gibt natürlich mehr Punkte, je besser man trifft. Wenn ich es schaffen würde, mal hier ein Knieschuss, Kopftreffer zu landen. Bomben sind noch nicht schlecht. Hol ich mir auch mal rein. Und weiter geht's. Uh-oh. Ich liebe ja an Indes wirklich diese Bogenmechanik. Ja, das haben sie fantastisch gelöst. Kommt sehr physikalisch, sehr geil. Und es ist ein super gutes Gefühl von weiter Entfernung. Gegner am besten zack in den Kopf trifft. So, hier muss ich gucken, der ist schon relativ nah am Tor. Ne? Muss man noch zusehen. Oh, da kommt schon ein Ritter. Die Jungs, deswegen bin ich ein bisschen stabiler. Die muss man mehrmals treffen. Na komm, pump, weg ist er. Sehr gut. So, jetzt hole ich mir nichts. Vierte Welle. Läuft. So, am Anfang, wie gesagt, ist es noch sehr entspannt. Oh, da ist ein goldenes Kind. Das ist nicht so einfach zu treffen. Boom. So, der Junge darf nicht ins Ziel kommen. Das war gut.
So ein bisschen hinein, dass hier so die Mauern als Hindernisse gelten. Boom. Fantastisch. So, ihr seht es, ne? So läuft es ab. Es kommen jetzt immer mehr Figuren. Oh, hier ist noch ein Bombending. Immer mehr Figuren und Gegner. Und ihr müsst zusehen, dass sie nicht ins Ziel laufen. Ich habe tatsächlich schon eine Runde geschafft. Ich glaube, das waren ja, 15 Runden gibt es maximal. Das habe ich schon einmal durchexerziert. Na komm, ein Chaka. Na komm, da. Vor, du Bro. Und gleich weiter. Oh Mann, die Ritter mit Schwert sind gemein. Ich meine mit Schild. Oh, hab ich das gehört? Pass mal auf, jetzt mache ich mal die Hand auf Gott, denn hier wird es ein bisschen schwierig. Boom! Wenn ihr die Explosionsköpfe abschießt, kriegt ihr nicht nur die kaputt, was ihr müsst, ja, die dürfen auch nicht ins Ziel fliegen, sondern mit ein bisschen Glück. Explodieren gleich die Gegner mit. Ja, dann nehmen wir das Ding auch nochmal an. So, also das Progression-System ist wie im richtigen Spiel. Ja, ihr kriegt diese extra Pfeile. Je mehr, desto besser. Ihr habt das gesehen. Hand auf Gott. Verlangsamt die Gegner. Andere bringen sie zum Explodieren. Da kommt noch jede Menge. Und ich kann euch aber eins sagen. Das geht auf die Arme, das Ding. Ja? Im normalen Spiel hat man ja mal Pause und guckt ein bisschen rum und so. Und wenn hier die Wellen kommen, wow. Dann ist es halt, wie es ist. Und diese Gegner hier, die sind sehr schnell. Sehr gut. Sehr gut. Shit, da hat er. Yes. Oh oh. Die sind fies. Aber jetzt kommt wieder ein Explosionskopf. Ne? Also ihr seht es jetzt, also jetzt schon. In dieser Runde hier. Und das ist erst die 7. Welle. Ah. Shit. Ich drehe nicht. So läuft das. Das ist das Spiel. Eieiei. Ja, man muss sich genau überlegen, wie man zuerst abschießt. Die Jungs sind langsam, die sind relativ harmlos. Die Ritter brauchen mehrere Treffer, also immer drauf schießen. Da, ja, der geht jetzt zur Treppe und ist dann relativ schnell da. Das goldene Kind. Fuck. Ja, man muss sich das auch genau überlegen. Ich habe das Kind jetzt getroffen, dann gibt es einen extra Fall für mich. Ja? Shit. Den habe ich gar nicht gesehen. Boom. Sehr gut. Oh. Kopfschuss. Wow. Alright. So. Ihr seht, ich bin nicht ganz unbedarft, was Indes angeht. Ah, zwischen den Beinen. Und ich weiß nicht warum. Ich finde dieses Physikalische von den Pfeilen, ne, dass sie so wirklich eine Flugkurve haben, finde ich irgendwie faszinierend. Flug. Okay, wenn man den Pfeil eben nur in der Hand stecken hat. Da kommt ein Kopf. Sehr gut. Jetzt wird es mal schon hektischer her. Guckt euch das an. Nein. Ah, ruhig bleiben.
So, ich nehme ruhig noch Explosionspfeil. Nach hinten dann braucht man die auf jeden Fall. Ne? Das geht hier richtig zur Sache. So, Welle 10. Mal gucken. Okay. So, jetzt würde ich mal da hinten einen Explosionspfeil hinschießen. Yes. Und es gibt natürlich auch Bonis etc. Ne? Wenn er. Wie er da lang schleicht, der kleine Mistkerl. Sehr gut. Das war gut. Oh, der ist schnell. Nein! Yes! Wow! Alter! Sehr gut. Und ich sag's euch, ne, das geht echt hier ganz schön auf die Arme. Mein linker Arm. Oh! Wow! 11. Welle. So, Hand of God. Der ist sehr gut. Da hole ich mir noch einen. Den machen wir hier hin. Oh, der erste, den wir hatten, ist auch alle. Kills on the side. I don't know. Mal gucken. Ich versuch's wieder so. Nein, triff sie nicht. Die Viecher hier sind super schnell. Wie gesagt, es ist so witzig strategisch, wenn man es schafft. Na komm, einen noch. Ich höre das goldene Kind. Ich hab's getroffen, krass. Dann kriegt man ein Explosionsfeuer. Das war Glück. Oder Skill, man weiß es nicht. Kopfschuss ist natürlich immer am besten. Oh Scheiße, Explosionskorb. Komm, 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 komm. Nein. Sehr gut. Wow. Jetzt wird mein linker Arm langsam lahm. Kopfschuss. Unfassbar. In Ordnung. Wie gesagt, die hier kann man lange angucken. Die hier, die Typen sind fies. Uah. Wo ist noch einer? Da ist noch einer. Komm her, Bursche. Nice. So, ich mach ruhig mal den Run durch, wenn ich das schaffe. Also theoretisch noch 3 Wellen, wenn ich mich nicht verzählt habe. Dann zeige ich euch die anderen Location einfach mal schnell, damit ihr die auch mal gesehen habt. Fuck ja. Jetzt geht's aber los. Ja, die roten Ritter. Oh, der eine habe ich sogar getroffen. Nicht schlecht. Manchmal das Gefühl, wenn man so total entspannt schießt, klappt das mit am besten. Ich glaube, ich hätte mal Lust, hier so einen Bombenpfeil zu verteilen. Alter Schwede, guck mal, da hinten kommen wahre Massen an. Die kriegen auch einen Bombenpfeil von mir. Schande, das kann man. Nein. Jetzt wird's unangenehm. Nein, nein, da. Okay, erstes Leben ist leider weg. Jetzt habe ich 2 Explosionspfeile verteilt. Wow.
Boah. Wow. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen diesmal. Einer ist durchgekommen, ne? Ich kann mir jetzt eine Blood of the Land kaufen, dann ist mein Leben wieder vollkommen da. Und dann geht's weiter. Wow. Nein, ich treffe mal die Schilde von den Dudes. Yes. Wie gesagt, die kleinen Gerippe hier, die sind super schnell. Spicke den mit Pfeilen. Shit. Das gibt's doch nicht, ey. Yes. Wow. So, und hier wird's jetzt langsam echt nicht mehr lustig, ne? Alter. Ah, hab ich noch eine Bombe? Ich versuche mal so eine. Das war gut. So, ihr seht es, ne? Man kriegt auch Kombos, etc., etc. Wow. Hier, Explosionsfall. Sehr gut. Noch zwei Wellen. Ich bin gespannt. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ich schieße einfach schon mal nach hinten. Was man hat, das hat man. Guck mal, wieder da hinten langschleichen. Ich brauche... Mal gucken, was der macht. Okay. Wo ist der Explosionskopf? Da ist er. Alter Schwede. Nicht zum Nachmachen empfohlen. Oh nein, das goldene Kind. Oh ja, ich hab's getroffen. Oh nein, jetzt wird's aber hart. Moment, Moment. Hab ich noch irgendwas? Sehr gut. Alter Schwede. Da kommt einer, ein kleiner. Ein guter alter Kreuzritter im roten Gewand. Wow. Wie gesagt, ich kann mir jetzt das Leben wiederholen, aber ich glaube, das ist jetzt sowieso die letzte Welle. Wow. Ich muss kurz durchatmen. So, was haben wir? Wir haben noch einen von denen, einen Explosionsfall. Das wird unangenehm jetzt. Ich opfer mal ein Explosionsfeld für die Ritter. Die sind ziemlich fies. Das hat sich gelohnt. Was machen die denn hier? Und. Sehr gut. Wenn man es schafft, die Explosionsköpfe möglichst über eine Gruppe abzuschießen, lohnt sich das natürlich richtig, ne? Durch das machen hier? Voller normal. Jetzt habe ich keine Extras mehr. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Zum Glück sind das ja alles nur so Eintrefferarzen. Ich glaube das ja nicht. Da hinten. Oh fuck, das habt ihr gesehen, da ist so ein dicker Engel weggeflogen. Wow. Okay, der letzte. Wow.
Geil. Ich hab's geschafft. Ja, ihr bekommt jetzt weitere Freischaltung hier und könnt euch da immer weiter die Highscores hocharbeiten. Nicht schlecht. Okay, ich bin... Okay, momentan haben das natürlich nur auserlesene Tester, deswegen bin ich auf Platz 5 weltweit. Yay. Markin Sosnowski scheint aber einer der Entwickler zu sein. Jofrind, ja, hat noch keiner außer mir. Heute ist nämlich Sonntag. Ich mache gerade ein bisschen Arbeitspause und dachte, ich kann euch das mal zeigen. Also hier, ne, man kann alles mögliche nachkursen. Distanz, Kill, etc. etc. Fantastisch. Ja, ist eine nette Bereicherung. Ich mach mal Quit. Ich mag das Originalspiel auf jeden Fall lieber, ja. Dieses durch den Level sich arbeiten und so. Das ist mehr mein Ding. Aber das hier ist eine nette Bereicherung. Jetzt gucken wir uns nochmal den Lost Passage an. Boom. Damit ihr die mal gesehen habt. Guck mal. Wow. Das ist nämlich jetzt hier die Architektur von Lost Paradise. Die mag ich eigentlich am liebsten im Spiel, ja. Alles mit diesen weißen Marmor, gotischen Bögen und so. Richtig abgefahren. So. Da oben kommen wir her. Ja, also da oben ist der Hub. Super nice. Jetzt gucke ich mal, wie ich hier rauskomme. Return to Sanctavia. Return to Last Stand. Boom. Und zum letzten, als letztes haben wir noch Ruin. Und vor allen Dingen hier steht Coming Soon, ja. Also die werden jetzt weitere Maps rausholen, schätze ich mal. Wieso stehe ich hier nicht drin? Was ist da los? Top Global. Oh. Ich will den Gesamtscore, Bruder. Get as much points as possible. Muss ich nicht verstehen. Ne? Keine Ahnung. Ruined Bastion. Boom, das ist der letzte Level. Und, huch. Da ist was falsch gelaufen. Moment, Moment. Ist was Falsches geklickt? Ich bin echt, das war ein ganz schön Kraftakt. So, jetzt nochmal. Das und starten. Ah, okay, wow. Das ist die Höhlenversion in Dark. Ja, da oben ist der Hub. Und wir sind hier im Nirgendwo. Ja, und dann passiert genau dasselbe. Wenn ich die Glocke läute, da kommen ja die kleinen Huberts raus. Ich weiß gar nicht, wie die sich nennen. Ja, läuft. Sniper, ey. Na gut. Okay. Ich spiele übrigens das Hauptspiel auch ausschließlich mit Pfeil und Bogen. Ne? Ich habe noch nie mit der Armbrust gespielt, weil ich das einfach so geil finde mit Pfeil und Bogen. Ja, so läuft das, Leute. Jetzt habt ihr es gesehen. Das ist der neue kostenlose Content. Ich finde es sehr geil. Geh nochmal ins Sanctuarium. Zack. Gefällt mir, ja. Vor allen Dingen die Entwickler sind echt rührig. Die bringen einem immer wieder neues Zeug. Letztens gab es ja ein Grafik-Update für die Quest 2 etc. Ja. Und jetzt auch noch neuer Content. Eine schöne Sache. Würde ich mir auch extrem wünschen für die PC- und PlayStation-Version. Ja. Aber Solfa, die Originalentwickler, haben da offensichtlich den Staffelstab weitergereicht. Und auf der Quest wird es jetzt immer weiterentwickelt. Gefällt mir. Das war's. Das war die kleine Vorstellung vom kostenlosen DLC. Seek of Heaven. Mir gefällt der sehr gut. Habt ihr gesehen. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, versucht ihr, meinen Score zu brechen. Das ist nämlich schon relativ heavy hier, ne? Die ersten Wellen zu erledigen. So, Saint. Ach so, okay. Ja, ich hatte das ja angewählt, deswegen habe ich, die beiden habe ich noch nicht gespielt, die beiden letzten, deswegen. So, da ist er, Mo Tensen, fünfter Platz, 147. Heute Abend wird der DLC freigeschaltet, also am Dienstag, am 8. Und dann könnt ihr mal bitte hier ein bisschen reinkloppen, ich freue mich.
wenn ich euch dann sehen kann. Macht's gut, bis dann. Freue mich auch über einen Daumen. Könnt den Kanal abonnieren, wenn ihr noch mehr solche Allgäuerhacken sehen wollt von Robin Tensen. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tensen, Mo von VR.